Entschuldigen Sie, ist das der Sonderzug nach München? Ja, ganz genau, und zwar aus Berlin. Über 1000 Fans mit dabei, zu Gast bei Matthias Niederberger und den bis dahin ungeschlagenen Münchnern. Über 10.000 Fans im SAP-Garten. Berlin von Anfang an sehr aggressiv, Kontermöglichkeiten für München gleich in der ersten Minute. Hager auf Elitz, diese Reihe mit Hager, Elitz und dazu Tobi Rieder. Funktionierte zuletzt beim 7:4-Sieg gegen Wolfsburg sehr gut. Auch Berlin mit einem Sieg 4:2 in Straubing. Und die Eisbären dann auch gleich in der zweiten Minute mit ihrer ersten Chance. Liam Kirk an die Latte. Ganz raffinierter Schuss von Kirk. Zieht außen rum und da ist nicht viel Platz. An Niederberger vorbei, touchiert die Latte. Ein richtig gutes Eishockeyspiel zweier Top-Mannschaften. Blieb dabei. Die Eisbären machten Druck und München nutzte das aus. Abelshauser, super Pass auf Andi Eder. Eder mit dem 1:0 für München in der vierten Minute. Zu aggressiv die Eisbären. Gutes Auge von Abelshauser und Eder, der hatte sich da irgendwie hinter den Verteidigern freigeschlichen. Und dann überwindet er Jonas Stettmar zur Münchner Führung. 4 Spiele, 4 Siege für München. Auch das erste Spiel im SAP Garden in der neuen Arena. Gewonnen eben gegen Wolfsburg. Berlin trotz Rückstand weiter mit großem Selbstvertrauen und breiter Brust. Und der nächsten dicken Chance Leo Föderl und dann Ty Ronning, der zurückkehrte nach Verletzung. Zweimal Niederberger, super gehalten. Leo Föderl mit einem Pointstreak von 11 Spielen saisonübergreifend reingegangen in dieses Spiel. 1:0-Führung für München, für die Mannschaft von Toni Söderholm nach dem ersten Drittel. Und im zweiten dann Überzahl für die Münchner. Herosi bringt die Scheibe, sehr gute Übersicht im Powerplay, findet Blum, Brooks und dann ist die Scheibe drin. 2:0 für München. Und es ist wieder Tobi Rieder, der gegen Wolfsburg sein erstes Tor für München geschossen hatte. Er parkt vor dem Tor ein, Brooks findet ihn und am Ende ist es der linke Schlittschuh von Rieder, der die Scheibe ins Tor ablenkt. Berlin bis dahin keinesfalls die schlechtere Mannschaft, aber München einfach sehr, sehr effizient in der Chancenverwertung. Vorher schon 23 Tore, das waren die Treffer 24 und 25. Berlin hatte dicke Möglichkeiten, verzweifelte aber immer wieder an Matthias Niederberger, so wie hier Gabriel Fontaine. Aber, und das musste man den Eisbären lassen, sie gaben nicht auf, sie machten weiter. Gute Zweikämpfe an der Bande und Tempo hier, Tiffels, 2 schnelle Drehungen. Dann ist er Bittner da davon gelaufen und trifft zum 1:2. Super Schuss von Tiffels, 2. Saisontor. All seine Qualitäten, das Tempo, die Geschmeidigkeit und dann einfach auch der Torriecher zwischen die Beine von Bittner hindurch an Daubner und an Niederberger vorbei. Matthias Niederberger sieht den Schuss entweder spät oder gar nichts. Serge Aubin wusste, wenn wir so weitermachen, dann haben wir hier eine Chance, das Spiel zu drehen mit 1:2 Rückstand. Also rein ins dritte Drittel und da Powerplay für Berlin. Bis dahin sowohl in der Champions Hockey League als auch in der DEL noch nicht die Stärke der Eisbären. Aber da spielten sie gut. Mit Ronning, mit Wissmann und mit dem Tor zum 2:2. Harter Schuss von Kai Wissmann hinten an der blauen Linie und dann Zach Boychuk, der den Schläger reinhält und den unhaltbar für Niederberger ins Kreuzeck abfälscht. Wissmann, weil die Eisbären nur mit 5 Verteidigern antraten, mit über 30 Minuten Eiszeit in diesem Spiel und mit seinen gewohnten Qualitäten im Powerplay. Und die Eisbären legten tatsächlich noch einen drauf. 3 Minuten vor dem Ende, Spiel gedreht, Ty Ronning, Tor beim Comeback. Sie blieben dran, sie glaubten an den Sieg. Leo Föderl super nochmal in die Mitte gelegt. Dann Boychuk und Ronning mit dem Siegtreffer. Erste Niederlage in dieser Saison für München. Wir hören Kapitän Patrick Hager. Ja, ich glaube, wir haben einen sehr guten Start gehabt. Dann über weite Strecken viel verteidigen müssen heute. Und dann letztendlich, glaube ich, am Schluss einfach, ja, ein bisschen ja, nicht bissig genug in den Zweikämpfen gewesen, wo Berlin dann immer mehr Oberhand bekommen hat. Aber nichtsdestotrotz
werden wir daraus auch wieder das Positive herausziehen. Hätten natürlich gerne unsere Siegesserie fortgeführt, aber müssen wir halt am Sonntag wieder angreifen. I'm really happy tonight. I thought throughout the whole game, obviously in the first period, they caught us a little bit of a broken play. They were able to create the first goal, but I thought we were pushing hard as a team. We were creating a lot of opportunities. Niederberger made some great saves, and I just told the guys to stay with it. Sehr glücklich mit dem Auftritt seiner Mannschaft, sagte der Mannschaft, einfach dran zu bleiben, weiterzumachen. Und genau das setzten die Eisbären auch um. 3:2 Sieg für Berlin in München. Live bei Magenta Sport.